Man muss schon viele Dinge unternehmen, damit insbesondere das zweite Kind dann eben auch ohne weitere Probleme und Komplikationen zur Welt kommt. Weil man einfach zwei Spieler hat, die einem einen Streich spielen können. Es ist ja nicht nur ein Kind, was sich ins Becken einstellen muss, sondern es sind zwei Kinder. Und insbesondere ja, beim zweiten Kind ist es so, dass das ja natürlich bis zum Schluss spannend bleibt, in welche Position es geht. Kommt es als Beckenendlage, kommt es als Schädellage zur Welt oder stellt es sich möglicherweise sogar quer ein. Also man muss schon viele Dinge unternehmen, damit insbesondere das zweite Kind dann eben auch ohne weitere Probleme und Komplikationen zur Welt kommt. Und man hat natürlich die CTGs auch von zwei Kindern. Das heißt, man muss auf zwei Kinder aufpassen, dass die unter der Geburt nicht unter einem Sauerstoffmangel leiden. Es gibt nur sehr wenige Kontraindikationen, die einen Kaiserschnitt von vornherein erforderlich machen. So ist es beispielsweise der Fall bei der Situation, wo das führende Kind, also das erste Kind, entweder mit dem Po nach unten liegt oder quer liegt. Das ist üblicherweise, wird üblicherweise als Indikation für einen Kaiserschnitt gesehen. Alle anderen Situationen, also insbesondere wenn das führende Kind in Schädellage liegt, unabhängig davon, wie das zweite liegt, da kann man ohne weiteres eine vaginale Geburt versuchen. Ja, wenn das erste Kind geboren ist und das zweite sich dann nicht ins Becken einstellt, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man entwickelt dieses Kind, indem man die Hand in die Scheide einführt und das folgende Kind dann so ins Becken rotiert, dass es vaginal geboren werden kann. Das nennt man innere Wendung. Oder indem man dann beim zweiten Kind einen Kaiserschnitt macht. Das ist natürlich eine große Enttäuschung für alle Beteiligten, weil man diesen Zustand natürlich gerne vermeiden möchte. Es ist einfach für beide, sowohl für die Geburtshelferin als auch für die Frau, die das Kind oder die Kinder auf die Welt gebracht hat, immer eine große Enttäuschung, wenn man ein Kind auf normalem Wege und das zweite dann per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht hat.